Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar habt ihr es vielleicht schon beim Fritz gesehen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Quad bzw. ATV und planen auch die ein oder andere gemeinsame Tour damit schon. Heute sind wir in Bayern, genauer gesagt in Lichtenfels und haben hier bei Dietz 4x4 in Moor die Möglichkeit, uns einen Quad auszuleihen und den Tag mal ein bisschen rumzuballern. Mit dabei ist der Sascha. Servus, hallo. Und die Jules. Und gemeinsam machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Die Fahrzeuge sind hier auf jeden Fall schon verpackt, denn man kann natürlich nicht einfach irgendwo in den Wald heizen, wie man lustig ist. Hinten dran auch noch eins. Zu den Fahrzeugen, womit wir unterwegs sind, gibt es später noch ein bisschen Informationen. Aber erstmal machen wir uns, wie gesagt, auf den Weg, denn wir haben ein Offroad-Gelände, wo wir natürlich auch fahren dürfen. Also, auf geht's. So Leute, ich hoffe, man versteht mich. Ich habe jetzt hier so ein Mikrofon noch im Helm. Ich hoffe, das klappt so alles. Werde ich leider erst später im Videoschnitt sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem kleinen Offroad-Gelände angekommen. Hier können wir jetzt ein bisschen rumcruisen und nachher machen wir auf jeden Fall auch noch eine etwas längere Tour. Was haben wir hier für einen Quad am Start? Und zwar, wie man hier schon lesen kann, die C-Force 625 von CF Moto. 600 Kubik das Ganze. Ich glaube, Einzylindermotor und 41 PS, wenn mich nicht alles täuscht. Hinten haben wir noch eine schöne Box am Start. Ja, da passt auf jeden Fall einiges rein. Sehr, sehr geil. Vor allen Dingen für eventuelle kommende Touren. Ja, ich habe es ja schon mal angesprochen auf Instagram vor einiger Zeit. Und wer die Videos oder wer das Video von Fritz dazu gesehen hat, hat ja vielleicht auch schon mitgekriegt, dass wir ja so im Stil der Fahrradtour vielleicht einige Touren mit dem Quad planen. Deswegen würde mich natürlich auch die Meinung von den Leuten von euch interessieren, die selber einen Quad fahren. Haut mal in die Kommentare. Habt ihr Tipps, Vorschläge? Wir haben hier natürlich eine Seilwinde am Start. Zu zweit kann man natürlich auch drauf sitzen. Hier schöne Lehne, was zum Festhalten. Und dann geht das los. Bin vorher aber auch noch nie wirklich richtig Quad gefahren, muss ich dazu sagen. So, wir haben hier noch solche Wasserlöcher unter anderem. Hier ist die Schaltung. Bremse treten, parken, rückwärts, neutral, high für ganz normales Fahren, low für eben Geländeuntersetzung. Und das ist eben genau für solche Sachen wie jetzt hier irgendwelche Wasserlöcher und sowas. Alter! Alter! Leute, ich war komplett bis über die Socken weg. Was natürlich mega geil ist, Leute. Man kann hier zu zweit gut drauf sitzen. Man hat hier Möglichkeiten, habe ich ja schon gesagt, hinten Möglichkeiten für irgendwelche Kisten und so weiter und so fort, wo man Sachen reinpacken kann. Schlafsack, Zelt, da hast du ja wirklich massig Platz. Also für solche langen Touren denke ich, könnte das auch ganz cool sein. Haut dazu gerne eure Erfahrung mal in die Kommentare, was da vielleicht noch wichtig ist. Ich habe schon ein paar Sachen gelesen von wegen Zweizylindermotor. Hier haben wir jetzt nur einen Einzylindermotor. Mindestens 800 Kubik und so weiter für lange und anspruchsvollere Touren. Aber da könnt ihr eure Kommentare, eure Erfahrungen ja gerne mal in die Kommentare reinballern. Würde mich interessieren. Was haben wir hier noch? Zigarettenanzünder. USB, Alter, das Ding hat USB. Ist ja mega nice. Dann kannst du hier natürlich noch so einen Handyhalter ranbauen und dann Navi und so. Ich stelle mir das schon ganz cool vor alles. Hier hast du noch eine kleine Aufbewahrungsmöglichkeit. Sehr geil. Alles gut? Ja, alles gut.
man dazu noch mal kurz sagen kann, weil wir jetzt ein paar Mal durchs Wasser geheizt sind, ne? Also uns wurde gerade gesagt, bis hierhin kannst du ohne einen Schnorchel. Mhm. Ja, also ich war, auf jeden Fall waren wir bis hierhin drin, würde ich sagen. Guck mal. So, wir haben jetzt nochmal zum Testen ein bisschen rumspielen nochmal ein anderes Modell. Und zwar, gerade sind wir ein ATV gefahren und jetzt ein UTV. C-Force 1000 Sport. Ist ein bisschen anders aufgebaut, das Ganze. So ein bisschen wie so ein Buggy, finde ich, ne? Machst die Türen hier, zack, nach hinten auf. Anschnaller am Start und so weiter und so fort. Seilwinde hast du auch am Start. Ist aber, ja, mehr so ein Hobbyfahrzeug, ne? Also, das andere ist schon mehr so ein Arbeitstier. Genau. Das ATV und das ist halt schon so ein Freizeitding. Um Gottes Willen! Da geht auf jeden Fall ein Dank raus an den 4x4 Club Sonneberg. Werde ich unten mal auch in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein privater Offroad-Platz aber hier, ne? Ja. Ja. Echt richtig, richtig geil. Das erste Mal so ein bisschen Offroad gefahren. Wie gesagt, die Socken, die sind komplett nass. Naja, in dem Sinne bringen wir die jetzt erstmal aus, machen uns ein bisschen frisch und dann geht es nochmal auf eine kleine Tour durch einen Wald oder irgendwie an der Grenze vorbei oder sowas haben wir noch mal vor. Kann sein, dass der ein bisschen zu breit ist, wa? Also da ist jetzt, zack, Stativ noch drin, der große Rucksack. Ja, Alter, geil. Ja. Alles klar. Alter, ganz schön kalt hier, ne? Natürlich ist immer echt ein anderes Gefühl, hier auf der Straße das erste Mal zu fahren, ne? Also ich sag mal so, 70 fühlen sich auf dem Ding hier ganz anders an als im Auto. Hände arschkalt, ist jetzt noch nicht gerade warm. Ja, und generell die Kurven, ganz, ganz, ganz anderes Fahrgefühl. Wir fahren jetzt hier nochmal ein Stück in den Wald rein. So eine schöne Strecke an der Grenze entlang, an der ehemaligen deutschen Grenze. Keine Angst, das ist natürlich alles hier mit Befugnis. Wir dürfen hier langfahren. In dem Sinne bin ich gespannt, was das hier nochmal wird. Ja, wunderbar. Ich ziehe mir nur Handschuhe an. Das wird kalt. Weil es sind natürlich jetzt ganz viele Bäume hier, gerade nach dem Winter, die jetzt von der Schneelast hier runtergedrückt wurden, ne? Und hier jetzt tot auf dem Boden im Weg liegen. Bis vor 3 Wochen lag hier halt noch überall Schnee. Wie gesagt, keine Hektik. Wir dürfen hier fahren. Ja, das ist eine Strecke, die auch der
Offroad-Verein hier unter anderem öfter fährt. Natürlich, keine Frage, man darf nicht einfach irgendwo durch den Wald ballern. Erstens, der einem nicht gehört. Und zweitens, weiß ich nicht, vielleicht noch Naturschutzgebiet oder so, wo man irgendwelche Tiere stört. Aber hier wird, wie gesagt, auf dieser Strecke öfter gefahren. Demnach ist das jetzt auch völlig in Ordnung und legal, dass wir hier fahren. Wollte ich nur einmal ganz kurz dazu gesagt haben, bevor sich jemand beschwert. Weil, wie gesagt, das ist ein ehemaliger Grenzstreifen hier. Sieht man ja ganz schön, komplett. Einmal dieser Streifen hier durch den Wald, wo dann damals, weiß ich nicht, vielleicht Wachpersonal oder irgendwie ja, zu Fuß mit Hunden oder auch mit dem Fahrzeug hier durchgefahren sind. Schön langsam einfach. Schön langsam, dann passiert auch nichts. Ah, guck mal. Hier ist so eine alte Panzerstraße noch, richtig. Geil. Ein bisschen Lost Place sogar noch mit drin hier. Halt dich gut fest. Oh, Leute, das bockt auf jeden Fall extrem. Richtig geil. Beifahrer auch zufrieden? Mega! Macht Spaß, sagst du. Lass mal aufsteigen jetzt. Hä? Lass aufsteigen jetzt. So, Leute, ein anstrengender und ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende entgegen. Das Ding ist ultra durchgeschmockt, von oben bis unten, hat heute alles gesehen, Matsch, Schlamm, Wasser, bis zur Hälfte weg gewesen. Ja, hat aber richtig, richtig Bock gemacht. Da hinten geht die Sonne unter. In dem Sinne geht nochmal ein großer Dank raus an den Offroad Club 4x4 Sonneberg, der uns hier das Gelände quasi zur Verfügung gestellt hat, wo wir ein bisschen fahren konnten und so weiter und so fort. Und natürlich an die Firma Dietz 4x4 and More. Ich packe euch den Link einfach mal in die Videobeschreibung, Instagram oder was. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, die uns hier für den Tag quasi als kleine Probefahrt das Quad zur Verfügung gestellt haben. Geile Sache, geile Aktion, hat richtig Spaß gemacht und ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dem ganzen Thema. Ja, Tipps, Ratschläge, worauf man achten sollte. Und dann bin ich mal gespannt, ob in Zukunft die ein oder andere Quad-Tour auf uns zukommen wird. Richtig schön mit Kisten drauf, bepackt, besattelt das Ganze und dann mit dem Zelt raus in die Wildnis. Hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Selbstverständlich nur auf Pisten, die man damit auch fahren darf. Ganz wichtig, das nochmal zu sagen am Ende. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Don't get left behind on the road.